Ja, einen wunderschönen Vormittag auch von meiner Seite. Ich darf heute aus einem Buch lesen, das hier in Graz erst einmal ganz kurz im Rahmen der schon fast legendären Gulasch-Lesung der Edition Kepler vorgestellt worden ist. Das Buch heißt Gesicht der Dinge, das sind Rätselgedichte. Und das ist der zweite Band der neuen Lyrikreihe, die Anita vorhin erwähnt hat. Sie wissen vielleicht, dass der Band 1, noch im Vorjahr erschienen, eine Anthologie zeitgenössischer Liebeslyrik war, die ich gemeinsam mit Fabian Hafner, Anita Kuiper und Astrid Kuri herausgegeben habe. Das war dieser grob gehaltene Band. Und der Band 3 ist ebenfalls schon da. Das sind die leisen Gedichte des Bonner Lyrikers Michael Hill, auf seinen Wunsch in dunklen Flaschengrün gehalten. Und dieses Buch heißt Frau Röntgens Hand. Ab diesem Band 3 darf ich als Herausgeber der Reihe fungieren und für den Herbst planen wir zwei weitere Bände, einen von Sophie Reier, wieder um deren Wunsch in gedämmtem Babyblau gehalten, und von Udo Karwasser, ein Kuba-Buch in entsprechend frischem kubanischem Rot gestaltet. Sie können diese Bücher auch in der Verlagsvorschau schon angekündigt finden. Ja, jetzt aber zu den Rätselgedichten. Was es mit diesen auf sich hat, wollte ich nicht ganz unerläutert lassen und habe deshalb im Buch eine kleine Nachbemerkung dran gehängt, aus der ich nur einen Absatz vorlesen möchte. Da sehen Sie, in welche Richtung das ungefähr geht von der Intention her. Das Ding, von manchen Menschen zärtlich Dings oder auch Dingsbums genannt, hat uns seit jeher einiges aufzulösen gegeben. Von René Descartes als res extensa für vollends berechenbar gehalten, ist es uns bei näherer Betrachtung doch immer irgendwie fremd und ungewiss geblieben. Unsere Beziehungskrise mit dem Ding ist früh als solche begriffen und im Spannungsfeld von Vernunft und Welterfahrung sorgfältig ergründet worden. Seit Kant wissen wir, dass die Dinge, die wir in Zeit und Raum anschauen oder kategorial denken, von unserem eigenen Verstand entscheidend geformt sind. Nicht das viel zitierte Ding an sich, bloß seine für uns erkennbare Erscheinung ist uns zugänglich. Und David Hume wies darauf hin, dass die alltäglichen Matters of Fact samt dem, was wir für ihre Kausalität halten, lediglich als Erfahrungswert, als Wahrscheinlichkeit, als Gewohnheit verbürgt sind. Es schien und scheint also nicht allzu weit her zu sein mit der schieren Dinglichkeit des Dings. Auch dann nicht, wenn man von den zugespitzteren Ausformungen eines konstruktivistischen oder gar solipsistischen Denkens die Finger lässt. Und so weiter, was ein bisschen so als Einblick in dieses Nachwort, das mir irgendwie ganz wichtig war, weil sonst fragt man sich, warum Rätselgedichte, was hat das überhaupt für einen Sinn, warum schreibt man sowas? Und weil es eben mit der Dinglichkeit des Dings nicht allzu weit her ist, hat auch eine Rezensentin unlängst eine, finde ich, sehr charmante Formulierung gefunden. Und zwar schreibt sie, die poetische Wahrheit ist, Dinge sind eben auch nur Menschen. Ja. Im Sinne eines heiteren Berufsratens dürfen Sie jetzt bei der Lesung gerne mitraten, worum es sich bei den jeweils sprechenden Ichs dieser Gedichte handelt. Ich lese also zuerst das Gedicht, dann kommt Ihre Ratechance, dann kommt die Auflösung und dann lese ich noch einmal das jeweils ein kurzes Gedicht, damit man das dann noch einmal im Detail ein bisschen besser nachvollziehen kann. Also im Unterschied zu mancher anderen Lyrik-Lesung sollte es sich dabei also um einen durchaus nachvollziehbaren und verständlichen Prozess handeln. Punkt für Punkt bringe ich auf den Punkt. Deckungsgleich zappelt der Fisch in der Netzhaut.
ob du ihn wieder ins Meer wirfst. Rede mich rosa, so viel du willst. Was du siehst, das siehst du. Auch wenn es nur der Anschein ist, den es hat. Da bin ich objektiv. Solange du mich nicht mit deinen schmutzigen Tüchern putzt. Wer mag die Brille? Genau. Danke. Es gibt ja für den Showmaster nichts Peinlicheres, als wenn keiner auf die Lösung kauft. Punkt für Punkt bringe ich auf den Punkt. Deckungsgleich zappelt der Fisch in der Netzhaut. Ob du ihn wieder ins Meer wirfst? Rede mich rosa, so viel du willst. Was du siehst, das siehst du. Auch wenn es nur der Anschein ist, den es hat. Da bin ich objektiv. Solange du mich nicht mit deinen schmutzigen Tüchern putzt. Es ist seltsam, wirst du sagen, dass ich es bin, der auf der Stelle tritt, es sei denn, ich werde getragen. Nun bin ich zwar der Übersetzer zwischen dir, der Erde, dem Parkett, doch komme ich keinen Schritt voran, den du nicht gehst. Und vor allem tanze ich ohne dich keinen Tanz. Das ist schön. Ja, danke. Es ist seltsam, es zu sagen, dass ich es bin, der auf der Stelle tritt, es sei denn, ich werde getragen. Nun bin ich zwar der Übersetzer zwischen dir, der Erde, dem Parkett, doch komme ich keinen Schritt voran, den du nicht gehst. Und vor allem tanze ich ohne dich keinen Tanz. Es heißt, da gehe es nicht sauber zu, wenn ich meinesgleichen wasche. In der Tat wird manches krumme Ding gedreht, gewendet und zurechtgebogen. Doch sind die Qualitäten meines Schlags auch nicht zu verachten. Sei es, dass ich einschlage oder zuschlage. Hand. Die Hand. Es heißt, da gehe es nicht sauber zu, wenn ich meinesgleichen wasche. In der Tat wird manches krumme Ding gedreht, gewendet und zurechtgebogen. Doch sind die Qualitäten meines Schlags auch nicht zu verachten. Sei es, dass ich einschlage oder zuschlage. Das mag dir haarig erscheinen, zu behaupten, ich zeige die Vollkommenheit des Wuchses in seiner Negation. Doch bin ich so frei und freue mich an reinem pflegeleichten Nichts meiner selbst. Gleißend wie eine Polkappe, nicht immer ohne ein wenig zu frieren, entbirgt mir der sanft gewölbte Schädel den Vorrat seiner ungedachten Gedanken. Das mag dir haarig erscheinen, zu behaupten, ich zeige die Vollkommenheit des Wuchses in seiner Negation. Doch bin ich so frei und freue mich am reinen, pflegeleichten Nichts meiner selbst. Gleißend wie eine Polkappe, nicht immer ohne ein wenig zu frieren, entwirkt mir der sanft gewölbte Schädel den Vorrat seiner ungedachten Gedanken. Ich bin der Grenzfall zwischen dir und dem, was du nicht bist. Dein Abdruck in der Welt und der Abdruck der Welt auf dir. So schütze ich dich auf meine Art vor den Geschichten, denen ich dich aussetze. Tastend, atmend, bin ich dein letztes Hemd, aufgeknöpft bis aufs Blut. Hallo? Bitte? Haut, ja? Die Haut. Ich bin der Grenzfall zwischen dir und dem, was du nicht bist. Dein Abdruck in der Welt und der Abdruck der Welt auf dir. So schütze ich dich auf meine Art vor den Geschichten, denen ich dich aussetze. Tastend.